Ich begrüße heute bei Global Art für Art Channel den Sohn von Brigitte Kovacs, Adrian Kovacs. Hallo. Hi. Sehr schön, dass wir uns hier unterhalten können. Wie ist es, als Sohn einer berühmten Künstlerin aufzuwachsen? Super spannend. Also das war von Anfang an natürlich der Mittelpunkt, die Kunst. Die Brigitte erzählt oft, mit 6 Wochen war ich bei meiner ersten Vernissage in Rom. In Rom habe ich meinen ersten Zahn bekommen und solche Geschichten. Ich habe im Atelier immer die Hausübung gemacht. Das war einfach omnipräsent, die Kunst. Und es gab so eine kurze Phase, wo ich ein bisschen abgeneigt war, aber dann war früh klar, dass das auch, also dass ich mein Leben irgendwie auch der Kunst widmen will. Und so sieht es jetzt auch aus. Du bist ja auch die rechte Hand von Brigitte Kovacs. Was machst du? Also wie schaut deine organisatorische Hilfe aus? Also es war so, die Biennale-Nominierung kam vor einem Jahr ziemlich genau. Brigitte gesagt, sie braucht noch Leute, die sie unterstützen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die man annehmen muss. Und da bin ich total gefreut. Man kann nicht wirklich sagen, was ich genau mache. Also ich bin für alles da, wenn sie Unterstützung braucht. Jetzt bei der Biennale würde ich kuratorische Assistenz, würde ich sagen. Also wir sprechen viel theoretisch über die Arbeit, dann die ganze Logistik und natürlich auch die Finanzen nehme ich Brigitte ein bisschen ab und einfach versuchen, dass ich ihr den Kopf frei halte vom Alltag, damit sie sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren kann. Das heißt, das ist jetzt das erste Mal, wo du tatsächlich Vollzeit dabei bist? Ja. Da gab es Projekte früher auch? Es gab jetzt das ganze Jahr Projekte und früher ein bisschen immer, aber das war das erste Projekt, wo ich wirklich voll alles reingesteckt habe sozusagen. Und es war jetzt natürlich wahnsinnig viel Aufwand, 7 Tage die Woche, monatelang. Aber es hat sich ausgezahlt. Ich bin super happy mit dem Resultat. Brigitte ist super glücklich. Und das ist für mich natürlich auch schön, wenn ich sehe, wie glücklich sie damit ist. Ja. Wie war das? Also ihr habt davon erfahren, von der Teilnahme an der Biennale. Was war so der erste Gedanke oder die erste Sorge, die ihr hattet? Der erste Gedanke war natürlich, also es war klar, dass der historische Pavillon beschränkt ist in der Größe, sage ich jetzt mal. Also ging dann schon ziemlich schnell die Überlegung, wie man das löst mit der Konstellation. Brigitte hat von Thermann Eisenkölk diese super Idee gehabt, von diesem tollen Zubau. Und da ging es mal in die Richtung. Dann wir hoffen, er bleibt. Ja, wir hoffen wirklich, dass er bleibt. Ich glaube, er muss bleiben. Das wäre für die zukünftigen Projekte total wichtig, weil wenn man sich die Vergangenheit anschaut, jeder Künstler hat mit der Architektur gekämpft und das wäre wirklich eine Lösung, jetzt in Zukunft den Leuten wirklich eine Infrastruktur zu bieten, mit denen sie arbeiten können. Und das war ganz früh und dann war natürlich auch, also die Finanzierung war natürlich auch lange am Anfang mal eine Blockade sozusagen. Und als das dann war, waren wir froh, wenn wir uns dem Inhaltlichen widmen konnten. Also die nächsten Schritte, das heißt, man überlegt sich zuerst, was man überhaupt präsentieren möchte. Wie entsprang da die Idee? Weil du warst wirklich von Anfang an dabei. Ja. Es war auch klar, dass es was Großes werden muss. Das war klar. Lichtspiegel ist einfach die letzten Jahre das Thema, das Brigitte untersucht und dann dieser neue Schritt mit der Digitalisierung, dem Internet, die Idee kam. Ich kann gar nicht sagen, wie es dazu kam. Sie war plötzlich da und es hat auf einmal so viel Sinn gemacht. Und auch die Autoren im Katalog schreiben, dass das einfach quasi der logische nächste Schritt in ihrer eigenen Weiterentwicklung war. Also ich kann gar nicht sagen, wie es dazu kam. Es war plötzlich da und quasi es hat sich einfach zusammengefügt plötzlich und was Gutes entstanden. Und es war zuerst die Idee für das Werk da und dann erst die Ausmaße von dem Zubau, oder? Ja genau, also es ist schon immer quasi miteinander gewachsen, es ist schon aufeinander abgestimmt. Ich glaube, das merkt man, wenn man in den Raum geht, dass da eine starke Kohärenz zwischen dem Kunstwerk und dem Raum ist. Du sagtest, es war klar, es muss etwas Großes werden. Ist es eine Sache, die man bei der Biennale auch erwartet, dass der Künstler tatsächlich auch mit der Größe auch überrascht, den Besucher überrascht? Ja, ich glaube schon. Also klar, es ist natürlich so, man geht durch die Giardini, es gibt so viel zu sehen. Man wird völlig überflutet mit Reizen und dann muss man schon diese Bühne nutzen, um aufzufallen. Ich glaube, das ist der Brigitte super gut gelungen. Es gibt natürlich schon einzelne Arbeiten, auch in der Größenordnung, aber nicht viel. Und es war natürlich, ich meine, die Arbeit wiegt 5 Tonnen. Es war ein langer Weg bis hierher, auch mit den Transporten und der Aufbau. Es war super spannend. Es ist total, total spannend, so einzusteigen. Das erste Projekt und gleich Biennale ist natürlich irgendwie der Wahnsinn. Das stimmt. Ja, für mich ist es super. Und du selbst studierst Kunstgeschichte? Kunstgeschichte und BWL, genau. Also eine gute Richtung. Ich habe da super die Möglichkeit, das, was ich an der Uni theoretisch quasi vorgetragen bekomme, praktisch umzusetzen. Ja,
wie ist das eben, kann man sagen, dass die Brigitte eine Art Mentorin ist, eben auch was Kunstgeschichte anbelangt? Hat sie dich da auch in die Richtung von BWL ein bisschen geschoben, oder? Nein, gar nicht. Also sie hat immer gesagt, ich kann machen wirklich, was ich will. Und ehrlich gesagt, hat sie gesagt, ist sie nicht unglücklich, wenn ich selbst nicht den Weg in die Kunstwelt mache, weil es natürlich, wir wissen das alle, es gibt andere Gebiete, wo es leichter ist, Fuß zu fassen, aber für mich war das eben klar. Natürlich hat sie mich in meinem Kunstverständnis geprägt. Eben von klein auf habe ich ihre Kunst sehr eng miterlebt und gehen viel in Ausstellungen, sprechen viel über Kunst. Also Mentorin trifft es ganz gut. Ja, auf jeden Fall Mentorin würde ich sagen, aber auch eigentlich sehr gute Freundin. Also es ist ein Arbeitsverhältnis, klar, aber wir schätzen einfach einander sehr und wir genießen die Zeit zusammen. Und es war natürlich super schön, so viel Zeit auch hier zu verbringen und so intensiv. Dieses Projekt hat unser Leben total durchdrungen. Also das Ganze jetzt war nur der Tunnel Richtung Venedig und das war total schön. Das ist super. Noch letzte Frage. Wie würdest du Brigitte als Künstlerin beschreiben? Also von einem sehr subjektiven Blickwinkel. Was leitet sie? Was ist ihr Motto? Oder nach welchen Leitlinien arbeitet sie? Eine schöne Frage. Ja, also, was sie leitet, ist auf jeden Fall die Kunst und ihre eigene Weiterentwicklung. Also, ich glaube, jeder, der sie kennt, weiß, dass das Ganze drumherum sie eigentlich gar nicht so interessiert und also sie möchte wirklich einfach die beste Arbeit abliefern, die sie kann und in ihrem eigenen Werk neue Schritte machen und ja, ich glaube, es leitet sie wirklich der Wunsch nach guter Arbeit. Nicht nach Erfolg, sondern einfach, sie möchte was machen, was gut ist. Ja. Das spürt man ganz stark. Das stimmt. Und du selbst siehst, also wie geht es dann weiter für dich, nachdem du das Studium abschließt? Wo siehst du dich? Weiter als die rechte Hand oder als Organisator? Jetzt mal auf jeden Fall, also natürlich jetzt, wo die Biennale vorbei ist, wird es erstmal ein paar Wochen geben, die etwas ruhiger sind. Aber ich möchte auf jeden Fall im Atelier bleiben, also immer während dem Studium ist einfach, ich kann da Erfahrungen machen, die man sonst so jung noch nicht machen kann und ich bleibe auf jeden Fall dem Werk von der Brigitte treu. Ich glaube, ich kann da auch viel, können da gemeinsam etwas Gutes machen und dann danach muss man sehen, also Kulturmanagement, Kunstmanagement, ob es jetzt eine Galerie ist, Museen, kuratieren, wird man sehen, aber auf jeden Fall in der Kunst bleiben, das ist schon klar. Super, danke.